Manege frei. Ja, auch ich möchte Sie alle herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Marika Jungblut. Ich sage dann auch mal kurz, ich bin 45 Jahre alt, ich habe 3 Kinder. Und ich stehe hier, weil ich für eine gerechtere und soziale Politik mich einsetzen möchte. Am 9. Mai sind Landtagswahlen und Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, haben es dann in der Hand, mit Ihrer Stimme zu entscheiden, wie und welche Politik weiter in Nordrhein-Westfalen gemacht werden soll. Der Kapitalismus sortiert Menschen nach wirtschaftlichen Kriterien. Die Linke stellt diesem Grundsatz, den Artikel 1 des Grundgesetzes, entgegen, und zwar: die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Recht wird mit Füßen getreten und immer mehr Menschen wird es verweigert. Alles hängt nur noch von den finanziellen Möglichkeiten ab, die die Menschen haben. Es beginnt mit dem Wohnort. Aufgrund unterschiedlicher Miethöhen werden die Stadtteile sortiert in Menschen, wo halt Menschen wohnen mit geringeren finanziellen Möglichkeiten, und die anderen, die ziehen dann in die Vororte. Und dort gibt es dann halt auch die anderen Schulen, und das Ganze setzt sich dann sofort bis zu den Spielplätzen, die verwahrlosen in den Stadtteilen. Und die Linke sagt, es kann so einfach nicht weitergehen. Ich möchte hier einmal einhaken, und zwar geht es natürlich auch um die Bildung. Wie mein Vorredner schon gesagt hat, es kann nicht sein, dass Kinder sortiert werden nach der 4. Klasse. Und diese Empfehlungen, die es ja gibt für die Kinder, die sind ja keine Empfehlungen mehr. Das sind mittlerweile bindende Empfehlungen. Es gibt Kinder, die werden einfach auf die, sagen wir mal, Hauptschule oder auf die Realschule geschickt, nicht aufgrund ihrer Leistungen, sondern aufgrund dessen, dass sie vielleicht Migrationshintergrund haben oder die Eltern halt nicht so ein finanzielles Polster haben wie die anderen. Und das ist Fakt. Und ich denke, wir müssen uns einfach dafür einsetzen, dass das halt nicht so weitergeht, und deswegen stehen wir für eine Schule für alle. Die Linke fordert einen flächendeckenden Ausbau für ganztägige Kindertagesstätten, die gebührenfrei allen Kindern zugänglich sind. Jedes Kind muss einen Rechtsanspruch haben auf eine Tagesbetreuung und nicht auf eine Verwahranstalt, die halt für die Kinder bereitgestellt wird, nur damit die Eltern arbeiten gehen können. Es müssen genügend Plätze da sein, es müssen genügend Betreuungskräfte da sein, und diese Betreuungskräfte müssen auch vernünftig bezahlt werden, denn die leisten eine ganze Menge für Kinder, für uns und für unsere Gesellschaft. Ich frage Sie, dürfen wir so etwas überhaupt erlauben? Dürfen wir so ein großes Potenzial, was eigentlich in unseren Kindern sitzt, dürfen wir das verschwenden? Ich sage nein. Unsere Kinder sind nämlich das größte Potenzial, was wir haben. Es geht nicht darum, dass Eltern, die mehr Geld haben, ihre Kinder fördern können. Ich denke, die Bildungseinrichtungen dürfen nicht zu irgendwelchen Wirtschaftsbetrieben entstehen, da wo dann Kinder ausgebildet werden, die für unsere Wirtschaft dann praktisch ein Material, also im Grunde genommen sind Bildungseinrichtungen nur noch wirtschaftliche Betriebe, wenn es so weitergeht, wo Kinder dann hinterher für die Wirtschaft ausgebildet werden, und wer da nicht durchkommt, der fällt halt einfach durch dieses große Netz durch. Und das darf einfach nicht sein. Das dreigliedrige Schulsystem, wie ich eben schon gesagt habe, muss abgeschafft werden, denn laut der PISA-Studien, die es gibt, ist halt auch erwiesen, dass Kinder auf Schulen, wo sie halt alle gemeinsam ausgebildet werden, wo sie halt dann gemeinsam lernen, bessere Lernergebnisse vorweisen. Und das ist eben das Ziel der Linken, und wenn jetzt die SPD oder die Grünen halt auch irgendwo so in diese Richtung gehen, dann denke ich, ist das halt einfach nur irgendwo eine Wahlkampftaktik. Im Grunde genommen wollen sie das nicht durchsetzen. Ja, ich war zum Beispiel letztens auf einer Podiumsdiskussion, wo
ein Kandidat der FDP doch kürzlich sagte, da werden eben ein paar Kollateralschäden entstehen. Liebe Wählerinnen und Wähler, der Begriff Kollateralschaden kommt aus dem Militärischen und bedeutet nichts anderes als Begleitschaden und bezeichnet in der räumlichen Umgebung eines Ziels entstehende Schäden aller Art durch ungenauen oder überdimensionierten Waffeneinsatz bei nicht zivilen Aktionen. Also ich denke, wir können da unsere Kinder nicht einfach so in diese, ja, als Kollateralschaden bezeichnen, wenn sie halt durchs Netz fallen. Jetzt möchte ich noch einige Sätze zum Thema Frauen, Kinder und deren Schutz sagen. Rund 10.000 Frauen und Kinder suchen jährlich Schutz in 62 Einrichtungen im Land NRW. Trotzdem stehen ihre Existenz auch nach 33 Jahren weiterhin auf wackeligen Füßen. Nach wie vor ist die Finanzierung eine freiwillige Leistung von Land und Kommunen und hängt von der Kassenlage und dem politischen Willen ab. Wie beliebig die Bewilligungen vermitteln sind, haben die Frauenhäuser bei der großen Kürzungsrunde im Etat 2006 schmerzlich erleben müssen. Allen Protesten zum Trotz wurden die Gelder um 30% gekürzt. Dies führte dazu, dass in jedem Frauenhaus eine Stelle gestrichen wurde. Gleichzeitig wird aber von den Frauenhäusern immer mehr verlangt. Sie sollen Gewaltschutzgesetze umsetzen, sich an runden Tischen mit Polizei und Justiz und Jugendhilfe setzen. Ihre Ansprüche auf Sozialleistungen durchsetzen. Schon das Grundgesetz verlangt eine rechtliche Absicherung der Finanzierung. Artikel 2 verpflichtet den Staat, Frauen und ihre Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen. Vor diesem Hintergrund müssen Frauenhäuser in die Lage versetzt werden, den zufluchtsuchenden Frauen und Kindern unabhängig vom Einkommen und Herkunft kostenlos und unbürokratisch Unterkunft und qualifizierte Unterstützung anzubieten. Liebe Wählerinnen und Wähler, ich denke, es kann nicht sein, dass Menschen, die von unserem Staat das Recht auf Schutz haben, immer mehr unter den Kürzungen leiden müssen, die der Wirtschaft das Geld in den Rachen geworfen wird. Ich möchte mich in diesem Sinne schützend vor Frauen und Kinder stellen und mir mit Ihnen zusammen eine angemessene Finanzierung kämpfen. Dann möchte ich noch ein Wort zur Bürgerbeteiligung sagen, die mir auch sehr am Herzen liegt. Dazu müssen aber erst einmal die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Denn Volksbegehren und Volksentscheide haben sowohl, obwohl an herausragender Stelle im Artikel 2 der Verfassung enthalten, in NRW kaum eine Rolle gespielt. Es wird über Politikverdrossenheit geredet, aber Bürgerinnen ohne wirkliche Rechte, Bürger, die ernst genommen werden wollen, ziehen sich natürlich irgendwann zurück, denke ich. Die Anforderungen für Bürgerentscheide und für Bürgerbegehren müssen eindeutig gesenkt werden. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel die Bürger ihre Listen nicht auf der Straße ihre Unterschriften sammeln können, sondern diese Listen nur in Behörden oder in Rathäusern ausliegen und damit die Unterschriften gesammelt werden können. Das ist in Nordrhein-Westfalen so und auch der Verein der Demokratie e.V. kämpft dafür, dieses zu ändern. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache, wo wir halt auch dafür sein müssen, dass diese Bürgerentscheide einfach einfacher zu handhaben sind. Ich denke, die Bürger und Bürgerinnen wissen sehr wohl, wie man am besten mit den Geldern zum Beispiel auch in den Städten und Kommunen umgeht. Und ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass diese Bürgerentscheide einfacher durchzusetzen sind. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich setze mich dafür ein und auch für mehr Transparenz, weil ich denke, die Transparenz ist das, was jeder fordern will, was für alle Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Wir müssen halt wissen, was passiert in den verschiedenen Gremien und das darf nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen entstehen. Dafür stehe ich. Vielen Dank.